Hallo meine Lieben, eine kleine Kurzbotschaft. Was kommt diese Woche noch von deinem Gegenüber auf dich zu? Wir schauen. Oh, eine Versuchung. Uiuiui. Also wir hoffen mal nicht, dass dich dein Gegenüber kontrolliert oder dass dein Gegenüber Macht auf dich ausübt, aber es kann ja auch so eine kleine Versuchung von deinem Gegenüber kommen. Schauen wir mal, was kommt hier noch von deinem Gegenüber auf dich zu? Also dein Gegenüber möchte auf jeden Fall hier etwas mit in eure Verbindung reingeben, aber du sollst trotzdem bitte aufpassen, dass dich das Ganze nicht noch enttäuscht, ne? Also dass dein Gegenüber vielleicht nicht hier versucht, dich mit irgendwas rumzukriegen und sich dann wieder verzieht, ne? Also so, genau, so kommt mir das rein. Was kommt noch von deinem Gegenüber die Woche auf dich zu? Ja, er trifft hier die Entscheidung, in deine Richtung zu gehen, vielleicht auch mit einer Kommunikation. Was kommt noch vom Gegenüber? Die wollte noch raus. Oh, in die Wunscherfüllung, ne? Man geht hier vielleicht auch ein bisschen in die Tiefe rein. Was kommt noch von deinem Gegenüber die Woche? Es geht hier um Heilung, ne? Es geht hier um Wachstum. Also diese Woche kann auf jeden Fall was ins Wachsen kommen, aber du sollst trotzdem aufpassen, ne? Nicht, dass dein Gegenüber hier wieder nimmt und dann wieder geht, ne? Also schau hier bitte, inwieweit das Ganze auch ausgeglichen ist, ne? Und wie da auch ein Wachstum reinkommen könnte. Auf jeden Fall ist dein Gegenüber hier schon unterwegs zu dir, ne? Entweder mit einer Wunscherfüllung, was ins Wachsen reinzubringen, oder hier wieder mehr in die Tiefe mit dir reinzugehen. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ciao.